Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir haben die Nacht 4 überstanden und zwar sehr gut dank eines einzigen Flammenwerfer, der da hinten vor sich hin lodert. Der hat uns die Zombies sowas von, ja, der Pelle gehalten, muss man einfach mal sagen. Wir haben kaum was tun müssen, ne? Ein paar mussten wir Laserschwertern, aber das war's auch, ne? Aber ja, das wird natürlich schlimmer von Nacht zu Nacht und wir brauchen immer mehr von diesen Flammenwerfern und Fallen. Das ist der Trick an diesem Spiel, glaube ich. Gut, aber dafür brauchen wir natürlich auch Treibstoff und Munition und. Heute möchte ich aber gerne eine Sache machen, damit ihr mich hier nicht zu Hause besucht und zusammenschlägt, denn das lese ich seit mehreren Folgen schon in den Kommentaren. Kleintierfallen aufstellen. Eine ganz wichtige Sache, und zwar um Hasen zu bekommen, soll das die perfekte Lösung sein. Quatsch mit Soße, wartet mal, Animals da. Kleintierfallen kosten nichts, kann man fast sagen. Und die kannst du hier überall hinsetzen. Die tun wir außenrum einfach mal ein bisschen platzieren und besorgen uns so dann diesen blöden Hase. Denn der Hase ist der einzige, der Leder spenden kann. Samen habe ich aber. Blätter kriegen wir auch ruckzuck zusammen. Wupp. Samen, wo habe ich denn meine Samen? Ich habe bestimmt alle Samen schon verschenkt. Ja. 23 Samen, ja, Heidewitzka. Fehlen halt nur noch die Blätter und mein Inventar ist bestimmt schon wieder nicht ganz voll. Nicht ganz voll, okay. Es gibt doch noch Wunder auf dieser Welt. Der Timmy hat mal ein nicht ganz so volles Inventar. Ich esse mal ein bisschen Zeugs hier, was ich so rumfliegen habe, damit. Brauch mal ein HP, ist ja nix, ey. So. Gut, das ganze Spiel habe ich in den ersten Folgen als sehr schwer empfunden. Ich finde es immer noch nicht leicht, logisch, aber durch die ganzen Skillerei ist es relativ besser geworden. Vor allen Dingen mit den Verstärken der Waffen, der Angriffsgeschwindigkeit etc. haben wir hier echt gute Möglichkeiten. Wie viele Ruhmpunkte haben wir? 40 Stofffetzen, das ist falsch. 49 Forschungsmaterialien. Gut, Kleintierfallen, wir brauchen ein paar Blätter. Da werden wir auch wieder unser Lichtschwert nutzen. Dann holen wir uns mal ein paar Blätter. Und dann stellen wir mal zwei, drei so eine komischen Fällchen hier auf. Das sollte ja gelacht sein, wenn wir hier keine Karnickel bekommen. Dann muss ich hier nicht zwei Folgen durch die Map rennen und einen Hase suchen. Das wäre ja total doof. So, außerdem deckt die Sonne auf. Nicht wundern, ist noch dunkel. Die Nacht ist ja gerade erst vorbei aus der letzten Folge. Oh, Gebüsch, Wahnsinn. Und der Bär, ne? Also man sollte umziehen tatsächlich, aber der Bär, der macht mir keine Angst mehr. Mittlerweile kriegen wir den eigentlich ganz gut weg, falls, wenn wir so ein bisschen Medis noch dabei haben, wie Fleisch, ist der eigentlich schnell erledigt. So, da müssen wir fast genug, also so drei, vier Kleintierfallen. Ich hatte anfangs ja mal eine gebaut. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Wahrscheinlich habe ich sie wie immer in meiner Hast zerstört. Ich denke, die sollten nicht ganz so nah zu Hause sein, ne? Das wäre vielleicht nicht ganz so praktisch. 20 Blätter ist teuer, ey. Ich weiß, ich brauche noch. Ich will drei Fallen bauen. Ich kann mich wieder selber laufen. Das ist mal komisch. Oh, hier ein Triple-Gebüsch. Jetzt höre ich auch was anderes. Ich kann mich immer selber laufen. Das ist so doof. So, jetzt dürfte ich aber drei Fallen aufbauen dürfen, ne? Wir machen die an markante Stellen. Hört ihr das auch? Das ist auch geil, das bin ich nicht selber, das ist bestimmt ein Fuchs. So, gut. Kleintierfalle, Kleintierfalle, Animal. So. Hier am Stein. Na, hier am Baum, ne, kann ich mir schlecht merken. Hier. Und hinter der Basis, da ist ja schon ein Füchsle am Rumlaufen. Ich will aber Hasen. Hau ab, blöder Fuchs. So, da sind sie, die Kleintierfallen. Keine Ahnung, wie die funktionieren und wann da ein Hase reinläuft. Kann man die denn irgendwie laden oder muss man da gar nichts machen? Nö, gar nichts. Muss einfach nur warten, bis der Karnickel da reinläuft. Warum braucht man denn Blätter dafür? Naja, ist egal. Gut, Sonne, geh auf. Es ist mir zu finster. Wir haben zu tun. Wir müssen nämlich losmarschieren und wir müssen noch eine Menge besorgen. Upgraden. Was kostet du denn ein Upgrade? Naja, bringt mir jetzt auch noch nichts. Eingekochtes Ei, was nicht wirklich sehr gut ist. Hier haben wir noch alles zu. Weißbrot, Donut und recyceln kann man ja überall gleich, ne? Okay, Fallen ringsrum haben wir, ich glaube, noch nicht reloaded. Und repariert.
Wichtig wäre mir tatsächlich diesmal, dass wir uns auf jeden Fall um etwas Treibstoff kümmern. So, das Ding hat gar nichts gemacht tatsächlich. Das ist der Boden, den wir upgraden können, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also hier Teile haben fast nichts zu tun gehabt. Der ein oder andere Zombie ist mal durchgeflitzt, aber das war's auch. So. Der ist nachgeladen. Also die Basis ist nie hübsch, nein. Ich bin immer noch im Ausbau und es wird noch was werden. Aber Kisten. Kisten sind so eine Sache. Die muss ich unbedingt noch haben. Das Blöde ist, dass wenn man Kisten hat, tut man deine Sachen da rein und dann hat man sie nicht zum Craften. Na, das stört mich immer. Aber alles in der Tasche zu haben, ist auch doof. Ich glaube, Kisten sind relativ günstig. So, in eigenem Baumenü wurde mir gesagt, Cooking Utility, ja, Floor, gibt es einen Hammer? Ja, das Bett hätte ich auch gerne. Das kostet doch auch nicht viel. Naja, gut, was soll ich mit so einem Bett jetzt erstmal? Der Schrank hat mich ja verarscht. Lagerkiste kostet so gut wie gar nichts. Wir machen mal zwei Stück noch. 10 Nägel. Ich habe 11, mir auch egal. Und 4 Bretter war das, glaube ich, jetzt. Oh. Scheiße, ich brauche Holz. Kletterfalle ist zu. Hm. Vielleicht sind die zu nah. Ich weiß es nicht. Oh ja, die Geschwindigkeit ist gut. Boah, zwei auf einmal kommen. Das geht nicht. Boah, es ist dunkel. Entschuldigung, ich hab was im Hals. So, wir werden immer stärker und immer besser. Das freut einen schon sehr. Okay. Oh, der platzt richtig, ey. Da wollte sich einer anschleichen. Gut gemacht. Wie findet das Ding überhaupt raus, dass da einer kommt? Naja, wollen wir nicht übertreiben. Ich dachte, meine Falle hätte dazu geschlagen oder sowas. Ah, es wird hell. Sehr schön. Dann können wir gleich Sprit suchen gehen. Dann Sprit wird gleichzeitig dann Benzin. Und Benzin brauchen wir. Okay, ich habe vergessen, was ich wollte. Genau das hier. 4 Bretter. Und dann wollte ich bauen, jetzt habe ich schon das wieder, Kisten. Machen wir hier oben rein. Einfach weil, wenn wir schon eine Wohnung haben, die hässlich ist, dann will ich wenigstens dahin bauen. Fire Interiors, Utilities, da. Dürfen jetzt zwei werden, ne? Ja. Selbst die kannst du ja nochmal upgraden. Mit ein paar Nägeln, ein bisschen Gummi, aber das reicht mir jetzt erstmal. Das sind zwar nicht viele Slots, ne, hier so Dünger, Mist weg, Felle weg, Schießpulver weg. Behalten wir aber trotzdem, man weiß ja nie wofür. Doppelt und dreifach gesteckt ist es wieder. Ernsthaft? Ich habe das schon gelesen, Zombies können Türen aufmachen. Das ist so das erste Mal in meiner Geschichte der Welt hier in Zombies, dass Zombies das können. Ne, die gehen einfach rein und machen dann eine Tür auf. Die brechen die gar nicht auf, ne? Habe ich in den Kommentaren gelesen. Schon ein bisschen gruselig. So, lass mich jetzt sortieren. Die blöden Zombies. Alles, was ich nie brauche, kommt jetzt weg. Felsbrocken ist, glaube ich, eher was. Guck mal hier, doppelt und dreifach wieder im Inventar drin. Fleisch brauche ich. Bearbeiteter Stein und sowas. Also, eigentlich müsste ich eine schönere Sortierung machen, ne? Felsbrocken. Oder das spaßt ja auch schon Slots, aber das macht das Spiel selber so ein bisschen chaotisch, finde ich. Sehr, sehr viele Stofffetzen haben wir auf jeden Fall. Packen wir mal hier rein. Mal so ein Stofffetzen-Chaos. Boah, 100 Stack. Und dann habe ich jetzt aber auch wieder Platz ohne Ende. Also das sieht jetzt sehr, sehr durcheinander aus, tatsächlich. Ist es auch fast, aber nicht ganz so schlimm. So. Dann dürfte ich jetzt noch eins Skillpunkt machen, dann haben wir wieder 50. Und dann könnte ich irgendwas skillen. Was auch immer ich will, ne?
Ich weiß gar nicht, was es drin soll. Man verliert ja leider immer durch Tode seine Punkte, aber kriegt die dann irgendwie als Punkte wieder. Animal Hunter ist irgendwie lame. 20% Zusatz, komm. 50 von 50. Da soll der Bär mal kommen jetzt, ne? Okay, das will ich auch noch skillen, auf jeden Fall. Okay, es wird hell. Und wir könnten auf Loot-Tour gehen. Die Map ist groß. Sie ist verdammt groß. Das hier ist die Stadt. Und ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Ich weiß nicht, ob man bis nach hier oben gehen kann. Hier kam ja, da kommt ja Wasser zum Beispiel. Und wir sind ja auch nach hier gelaufen. Hier kommt ja auch ein großes Meer einfach nur. Aber wir sind zum Beispiel noch nie nach hier so gelaufen, ne? Wie gesagt, wir müssen ein paar Autos finden. Das ist der Plan. Marker ist da. Man muss nicht suizidal runterhüpfen. Kann ruhig der Berg kommen. Jetzt haben wir 20% mehr Schaden. Vier. Mal ein bisschen schneller unterwegs. Autsch. Habe ich irgendeine Frucht eingesammelt gerade? Ein Ei. Scheiß auf den Dünger hier, weg damit. Ich will nicht so peinlich viele Stacks haben von Sachen, die 3- und 15-fach hier drin sind, ne? Und hat leider keinen Sortierbutton hier. Es wäre sehr viel angenehmer, dass man einmal durchsortieren könnte, einfach durchsortieren lassen. Was habe ich gerade hingelegt? Dass man zwei Gießkannen. Okay. Auf und davon. Wer? Willst du auf Fritze oder was? Wir gehen mal in die Richtung des Markers. Und schauen mal, was wir da so finden. Es werden jetzt wirklich wichtig Autos tatsächlich, wegen den Sprit. Zombies oder so machen wir keine Angst mehr. Das hat sich erledigt. In der großen Stadt finden wir natürlich einen Tonnen Autos. Aber ich will auch ein bisschen erkunden gleichzeitig noch. Da tut mir nichts, solange ich hier nichts tue. Ah, hier hatten wir schon den Boss-Zombie erledigt. Also, so weit kamen wir schon mal. Hier ist ja auch so ein Weg, aber der hört ja einfach auf, okay. Das ist immer schön, sich einen Marker zu setzen. Was weiß man, in welche Richtung man rennt. Besteht aber sehr viel aus Wald, die Map halt, ne? In der großen Stadt sind aber auch noch krasse Zombies unterwegs. Da muss man aufpassen, diese explodierenden. Ich glaube, die machen mir schon das Leben zur Hölle. Noch. Noch. Man wird aber hier stärker. Meine Basis beschützt sich von alleine, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Boah, Fuchshausen. Und da ist auch schon eine Lokation, die wir uns mal angucken können. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ein Dörfchen. Ich sehe auch noch keinen einzigen Zombie. Doch, da. Vor denen mache ich mir jetzt am wenigsten Sorgen. Die sind ja nicht so die schnellsten. Einfach nur ein zues Gebäude. Aber wie gesagt, Autos wären mir jetzt interessant. Hasi! Lass ich mit denen gehen. Auch wenn wir Fallen aufgestellt haben. Hasi habe ich. Vier. Den lasse ich minieren gehen, den Hasi. Das einzige lederbringende Objekt in dieser Welt. Kaninchenpelz. Okay, dann gehen wir mal da drinnen metzeln. Ich wollte Sprit besorgen. Seh nix. Ihr dürft auch Ruhmpunkte verlieren, ne? Ich nichts gegen. Ich sag schon Ruhmpunkte. Boah. Boah. Das gesehen, ey. Weggefetzt hat sie sie. Weggefetzt. Mit ihr Laserschwert. Was hast du für Fertigkeits-Basketballschuhe? Was hast du für Fähigkeits-Basketballschuhe? Was ist das für ein bescheuerter Name für Schuhe? Egal, einsacken. Aber wir haben so schöne Lederschuhe gefunden, die will ich kaum eintauschen gegen den tollen Namen Fähigkeitsbasketballschuhe. Naja, weiß ich nicht. Gibt es eine Fähigkeit dafür? Das steht da nicht. Hey, besser springen. Und besser Körbe werfen. Oder als Frau Körbe geben. Man weiß es nicht. Wie das alles hier? Ernsthaft? Okay, Autos gehen jetzt vor.
Na, der Aggro-Radius ist echt angenehm in diesem Spiel. Die gehen ja nicht so dolle auf den Keks. Gummistück. Forschung Eisen. Leider kein Sprit. Großer LKW, ob wir den looten dürfen? Also Fässer bringen jetzt aber auch keinen. Das bringt nur Metall, ne? Nicht, dass ich jetzt dadurch auch Sprit kriegen würde. Und mich so auf Autos fixiere. Naja, Eisen. Alert for Beers. Oh nein! Okay, kommt eine Menge Fahrzeuge. Egal, was wir finden, das alles ist gut. Die Forschungsstation müssen wir noch finden. Die ist wichtig. Weil es gibt ja sogar ein Ziel auf diesen, in diesem Spiel. Die Insel verlassen. Oh, der ist stark. Aber stark fällt erstmal hin. Unser Angriffstempo kann der fast gar nichts machen, ey. Oh, ich soll aber irgendeinen Move machen, ne? Oh. Das ist ein Bosskack. Kein Oberboss. Auch schon ein starker Zombie. Da gibt auch dementsprechend viele Forschungspunkte dann. Und den darf ich nicht durchsuchen. Ich muss noch ein paar wegputzen. Ab ist der Kopf. Er wird mit Treibstoff. Verflucht. Was ist denn Stoffwitzen? Da kann ich mir mit tot werfen. Ja, Öl. Da ist ein Öl. Uno-Öl. Da kriegt man schon genug raus. Wenn man viele davon sammelt. Also wenn, der hat ja auch in der ersten Nacht total wenig verbraucht, muss man einfach mal so behaupten. Mach ich erstmal meinen Snickers hier. Was sein muss, muss sein. Ich muss hier die durchsuchen, ich bin zu neugierig. Kannst ja auch was finden. Dicker Brummer hier! Damit. Eisen, Stofffetzen, etc. etc. Gib mir Treibstoffspiel. Wir brauchen Treibstoff. Ein Öl ist hier drin, das siehst du, kriegt man ja auch mal hier drin. Ne? Ein paar Kügelchen sammeln wir ja auch noch nebenbei ein, das ist auch ganz gut. Hast du hier den Kraft? Der hält nichts aus. Der halbe Hahn. Schon geizig die Buden hier, ne? Da kommen wir jetzt her, oder? Truck. Wir brauchen Treibstoff für unsere schönen Waffen. Hier habe ich nichts drin. Naja, die Map ist so groß. Ich glaube, leer looten wirst du sie nicht können. Öl, ja. Gib mir mehr. Ich brauche mehr Öl, Gleitcreme. So. Das ist so schippige Lecks. Da hinten ist so ein Elite-Ding, ne? Muss aufpassen. Nahkampf ist mit denen nicht angebracht, glaube ich. Weil die explodieren, wenn die sterben. Grrrr.
Geräusche machen. Und wieder kein Öl. Plastik, Plastik, Plastik. Pack den hier in den LKW, ehrlich. Hier ist zu. Kommt ganz viel auf einmal. Yeah. Machst du doch fast schon mittlerweile Laune. Aber für was war's? Für nix. Oder kann man hier rein? Man sieht leider nicht mal, was man lootet. Komisches Haus. Ja, ein bisschen den Faden verloren, wo ich schon war. Das sieht noch ungelootet aus. Und was denn da wieder unten? Achtung vor Bären, ey, diese scheiß Bären. Hase. Oder war das kein Hase? Hase down. Glaube ich, oder was? Ein Vogel. Ich kann es gar nicht erkennen. Ein Piepmatz. Ich habe Piepmatz geschossen. Okay. Aber diese Sperlingsknochen brauchen wir ja tatsächlich auch. Autos hatten die aber genug, die Leute hier. Ne? Ist sehr vorteilhaft. Ja! Brauch Öl! Sehr aggressives Verhalten heute. Ente. Die will ich nicht töten. Ente hat mir nichts getan. Unterhosen, Mann! Oh, kannst du es wagen? Ey, was hat der für ein Move? Der ist neu. Der hat mich gegriffen. Wo bist du? Warum rennt denn der immer weg? Was soll denn das für ein Blödsinn? Gib mir Energie hier. Komm wieder. Da. So, kommen wir zu dem schönen Teil. Dem Looten. Ist er so schlau, dass er hier reinkommt? Hört sich auf jeden Fall so an. Mutiger Zombie. Was bist denn du wieder? Schwarzes T-Shirt. Hört sich sehr edel an. Das sind immer nur diese Werkskissen, die bringen ja nicht viel. Schwarzes T-Shirt. Wie sieht das denn wohl sexy aus? Ja, besser als das, was wir vorher hatten. Bomberjacke. Die bringen ja nichts, ne? Ist halt nur der Kleidungsstil. Kartons, die man nicht looten kann. Wie ich sowas hasse in Spiele. Nicht lootbare Gegenstände. Ach, die sind immer gut. Die. Wenn ihr so überhaupt sehen könnt. Oh, zweimal Öl drin, ey, geil. Also es lohnt sich fast mehr. Ich habe gerade eine Brechstange gefunden. Okay, ich glaube, die können wir nicht selber bauen, ne? Siebenmal Öl haben wir jetzt. Mal gucken, wie die Ausbeute am Ende ist.
Gewächshäuser, voll schön. Oh, das ist aber kein Schlappi. Doch, das war ein Schlappi. Ein Fame Point. Aua. Ist ja schon Kisten in den Gewächshäusern. Hier. Ja. Mist drin, ne? Baumaterialien. Ja, Mann. Ich glaube, man könnte von keinem Treibstoff hier ausgehen. Dünger oder was? Nö, gar nichts. Wiederholt nichts. Alter, wie viele Füchse gibt's denn hier? In einem Gewächshaus. Die Map, die bietet echt eine Menge, ne? Und wir sind nicht mal zu dem Marker gelaufen. Hab mich wieder bezirzen lassen von der Umgebung. Ach, die sind geil. Da gibt's auch Munition oft, ne? Ein MR16. Kannst du behalten. MR16, aber wenn ich das will, wahrscheinlich genau dieselben Kugeln, ne? Ja, das ist eine M16, definitiv. Warum nicht, ne? Haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. So, mein Viertel des Tages ist schon vorbei, verdammt. Ich finde hier so eine Kacke nur. Oh, das ist wieder so ein Beilwerfer. Oh, mit dem muss ich mich jetzt nicht anlegen. Muss jetzt nicht. Oh, eine Spritze. Oh, hallo. Ja, bleib. Warte. Lass mich looten. Lass mich looten. Au. Du hast mich nicht looten lassen. Boah. Das bin ich aber sauer. Au, das bin ich doppelt sauer. Dafür muss ich jetzt was essen. Ente. Das muss ich's tun. Wir müssen ja einen Schlaganfall gehabt haben. Wir müssen es hier lösen. Von der Dauerläufer. Du hast die ganze Energie umsonst investiert, mein Freund. So in so eine. Könnte ich doch fast sogar Treibstoffe warten. Mal looten gemütlich. Ich bin ja nix, die anderen. Lass mal raus. Helles Licht. Na, das hat ja viel gebracht. Von den Ninja geworden. Hier, bam! Hier ist eine Menge Zeugs. Diese Doppelkiste da, die ist einfach episch. Aber wir haben auch einen dicken Brummer hier, müssen wir aufpassen. Da ist noch was zwischen den Kisten. Leider kein Treibstoff, eine Armbrust. Shit. Kannst aber auch nichts. Kannst du doch. Ich glaube, der hängt da drin fest, ne? Der Arme.
aufmachen? Nö. Sprit. Ich brauche Sprit. So ein Snickers ist natürlich immer was Feines. Man, jetzt weiß ich nicht, was ich weglegen soll. Ich hasse es. Ich hasse es an diesem Spiel. Kaninchenknochen braucht man alles hier. Dabei habe ich ja schon so wenig mitgehabt. Mal Abstand, ne? Oh oh. Ich glaube, mit Nahkampf ist es ja ein bisschen gefährlich. Was? Auf nachzuladen. Boah, da fällt mir jetzt auch noch. Jetzt muss ich den Riese da töten. Klar, Flasche Ball hast du denn dabei? Du alter Metzger. Finde ich aber nicht gut. Der hat viel zu viel AP. Boah, das steckt da sogar im Baum. Oh, jetzt hat er mich gleich wirklich. Ich habe aber auch nichts mehr, ne? Keine Munition. Wo ist er? Ne, der letzte Schuss war's. Ich glaub's ja nicht. Blöder Bär. Da muss er wieder kommen, ne? Gutes Fleisch, das nehmen wir mit, das ist wichtig. Diese dummen Knochen. So, haben wir das halt mal erledigt. Habe ich jetzt noch irgendwas zu mampfen? Ist das nicht gar? Plus gibt das aber nicht genug. Was in der Distanz will ich nicht sterben. Ja, du kommst ja nicht mal raus, armes Schwein, würde ich gerade sagen. Will ich gar nicht haben, die Kackkissen. Oh, ich nehme sie natürlich mit. Ein Wurm weniger, den wir fällen müssen. So viel Looten, es bringt einfach nichts. Ich muss nach Hause. Mit dem bisschen Sprit, was ich habe. Das leider aufpassen. Das ist mein Marker von zu Hause oder der Marker, wo wir hinlaufen wollten? Oh. Okay. Oh, ich kann meine Waffe nicht mehr wegstecken. Scheiße. Wir haben ja schon gelootet. Mehr Treibstoff! Gelootet. Okay, jetzt geht's nicht gut. Ich muss in der Richtung.
Einfach die von Zombies erwischen lassen, ne? Das geht auch. Alles schon gelootet hier. Ich war schon überall. Hase. Scheiße, geizig, was Treibstoff betrifft. Kacke. Ein Bär wäre jetzt eine Katastrophe. Die blöden Felswände hier immer. Was soll denn die? Sie versperren mir den Weg. Ne, wir haben einfach ein paar Pelze gesammelt. Mal gucken, was die Fallen zu Hause jetzt machen. Das ist auch mal interessant, ne? Boah. Das ist nicht mehr effektives nach oben rennen. Aber Bär, Wolf. Wie der sich anhört, wie so eine ganz billige MP3-Datei, ne? Das war schon besser. Wolf hat bestimmt Ärger mit Bär. So, jetzt sind wir nicht tot rennen. Das, warum, wo laufe ich denn hier lang? Vermaledeit. Vorsichtig. Das ist doch nicht der richtige Weg. Ah, Profi. Profi am Work. Hier bin ich, jetzt weiß ich da, wo ich bin. Komm, wir nehmen Kartons damit. Wenn ich jetzt 70 mal Treibstoff da rauskriege, aus 7 mal, dann bin ich enttäuscht. Weil das war jetzt schon ein Run dafür, ne? Das müsste schon fast daheim sein, ne? Ja. Ich weiß, wer zu Hause sein wird. Mr. Bear wieder. Müssen wir die große Tierfalle mal bauen. Ich weiß nicht, ob der da reinrennt. Ich bin mir nicht sicher, ob der die auslöst bei dem Bär. Weil mir das ja auch ständig geschrieben wird. Der oxidiert ja einfach nur hier rum immer, ne? So, jetzt kontrollieren wir mal schnell den Herd. Hepp. Da läuft ein Hase, das kann doch nicht wahr sein. Da, die Fallen sind ausgelöst. Skin. Hase. Oh, guck mal, der wackelt da richtig drunter. Reload. Ein Samen? Das ist ja praktisch. Okay, jetzt haben wir Kaninchenpelze. Und die dritte Falle war... also eine da und einer hat dich doch hier irgendwo aufgestellt, ne? Ist die Spawn? Oh nein. Jetzt ist, das ist scheiße. Er kommt nicht. Er hat zu tun gehabt, er war im Kämpfen mit was anderem. Boah, Glück gehabt. Schnell. Fick. Bin hier in meiner Bude nicht sicher vor dem? Hier oben mit Tür zu und so. Was für ein Kladderadatsch können wir denn mal? Guck mal hier, doppelt gesteckt. Nervig. Schuhe können im Kleiderschrank. Jacke. Das ist, glaube ich, keine Kleidung. Das gilt als Kleidungsstück. Eine Waffe, alles klar. Hä? Ich hatte schon eine Brechstange. Eine Verwirrung. Ein Snickers habe ich auch noch. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass das vermehrt sich in meinem Inventar. Acht. Zap.
So ein Hähnchen gibt es auch ein bisschen. Okay, essen wir das mal auf. Dann sind wir wieder heil. Das ist schon mal das Allerwichtigste vom Wichtigen. Dann wollte ich Sprit herstellen. Sprit 10. Scheiße, echt nur 70 Sprit. Wir hatten aber ganz schön viel gesammelt schon vorher, wa? Das ist aber echt wenig. Ich habe es gedacht, wir kriegen voll viel Sprit. Shit. Warum kann ich das kleine Fleisch nicht machen? Was soll denn das? Da kann ich es doch. So. Dann wollte ich Leder. 3. Also ich will den Katapult bauen. Auch wenn das sinnlos wirkt, weil wie soll der hier funktionieren, der Katapult? Das ist die Frage der Fragen. Und ein Leder müsste ich noch irgendwo haben. Uah! Gerade ein Quietschen gehört. Oh, das ist das Quietschen von dem Ding. Ich müsste doch noch ein Karnickel-Leder haben. Oh, ne, ich habe das zurückverwandelt, ne? Weil ich die Karnickel-Haut brauchte. Verdammt. Toll, ich will aber nicht in das Bär. Müssen habe ich auch nicht mehr, ne? Nein. Fallen sind nicht ausgefallen. Was ist denn mit der einen Falle passiert? Und was kostet mir die dicke Falle? Mittelgroße Vogelhaus? Ach, dann kannst du da Vögel wegschießen oder was? Ach, jetzt habe ich das kleine Fleisch weg. Das könnte ich auch bauen. Das Bär. Unser Bärchen. Tolle Falle. Da hilfst du mir nicht. Okay, wir kümmern uns weiter um dem, was ich geplant hatte. Das Katapult. Wir brauchen aber dann noch ein Häschen, ne, glaube ich. Das Katapult ist eine Range-Weapon. Und zwar brauchen wir viermal Leder, eine Kette und einmal diese Fallenmaschinen-Scheiße. Die darf ich sogar bauen sofort. Und jetzt brauche ich ein Hasi. Ein verfluchten Hasi. Den kriege ich aber nicht so. 1, 2, 3. Okay, die eine Falle hat gar nicht aus. Das ist die hier. Die hat gar nicht ausgelöst. Ein Hasi fehlt! Das kann nicht wahr sein. Was haben wir denn an Skillpunkten überhaupt gesammelt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. 186? Heftig. Medic. Heilung durch Gegenstände plus 50. Kämpfen ist immer gut. Combat, Combat, Combat. Medic, Medic, Medic. Fallschaden reduziert. Bewegungsgeschwindigkeit 10%. Geräuschunterdrückung. Hier, Zombie Hunter. Hört sich auch geil an, ne? Human, wir spielen nicht gegen Menschen. Das ist das Problem. Material für Gebäude minus 15. Demolition Return Rate. Das wird einfach immer nur mehr. Inventarplätze können wir uns leisten. Na, wir haben schon gute Punkte, ne? Fallschaden juckt mich nicht, ne? Heilung durch Gegenstände mehr als 50, also 50% mehr ist viel. Bis 60% kannst du schaffen. Ah, oh Mann, irgendwann hat man schon viel geskillt, ne? Dann weiß man nicht mal, was man noch skillen soll. Können wir die leisten? Aber haben wir ja schon gebaut, das Laserschwert war das. Ein paar Rezepte mehr. Darf ich zufälligerweise direkt was brutzeln? Ach, das müssen wir upgraden dafür. Scheiße, Schinken ist jetzt ja bei Baguette und so cool. Aber was für eine Kacke die alle brauchen, ey. Okay, Katapult, 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 Katapult. Wir brauchen einen Hase. Wir haben eigentlich fast alles zusammen für den doofen Katapult. Es fehlt nur noch eine Kette, die habe ich noch irgendwo rumfliegen. Oder die habe ich schon zerlegt, ich weiß es nicht. Einen Klacks brauche ich einfach eine neue Kette.
Und dann brauchen wir ein Hasi. Ein Hasi kann man nur schießen. Ah. Ach, ist ein blöder Fuchs drin, ist klar. Armer Fuchs. Vom Stein geschlagen. Keine Samen? Mann. Hä, da war doch ein Samen. Das ist was Unterschiedliches. Samen, Samen. Ach, gibt nur ein 20er Stack. Aber wie viel braucht man denn dafür? Zum Nachreloaden. Ein. Ich glaube, der Bär, der hängt da hinten fest. Ich lasse das mal so schön sein. Ich hoffe, der bleibt da hinten verbackt. Okay, es kann doch nicht sein, dass jetzt der eine Hasi fehlt. Ich will doch nur eine Katapult. Ah, Fuchs. Fuchs, teufelswild macht er mich. Eine Rabe. Ja. Oh, da kommt, da habe ich keine Chance. Wir machen ja sehr mehr Damage an den Viechern, ne? Ja, Flash ist auch gut. Die Dame ist einfach nur ein voller Fleischfresser. Fleischsnagger. Aber wir haben sehr wenig Treibstoff, 70, ne? Wir hatten ja fast 300, wir hatten über 300. Ich habe die ganze Zeit ja keinen Treibstoff hergestellt gehabt, wo ich die gesammelt habe, ne? Ah, also die Wildschwein brauchen wir eigentlich auch, ne? Ich hab Fleisch. Wow, eine Waffe, ey, voll kacke. Wenn wir schlagen, dann greift es mich ja an. Dann schlägt der Haken wie ein Kanickel. Also vor die Eberattacke hier. Habe ich wirklich schon wieder alles voll? Mit Gedöns. Schweinefüße. Mm. Großes Fleisch, was will sie essen? Großes Fleisch, was will sie trinken? Großes Fleisch. Ich krieg keinen verkackten Hasen. Geh nach Hause und warte, bis einer kommt. Und wo kommst du denn auf einmal her? Hä? Okay, hat sie dann doch erschossen, tot zu sein? Jegliche Art von Getier finde ich, aber nicht das, was ich suche. Also lohnt sich doch der Fallschaden, ne? Oh, ich müsste gleich direkt bei Bär sein. Hasi! Scheiß auf Bär. Also das kann Haken schlagen, das Ding. Ich hab's erwischt, das. Oh, das tut mir das leid. Ich muss weggucken. Okay, Bär hat sich hier verdünnisiert, wa?
Verbuggt gar nicht mehr. Der kommt bestimmt jetzt genau, wo ich craften will. Wette ich mit euch. Aber genau dann. So. Genau, hier. Boah, was eine Maloche, ey. Dann dürfte den Katapult nichts im Weg stehen. Das Blöde ist, wohin damit? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie das wirkt. Ich das jetzt hier hinten hinstelle. Hier. Nächste Nacht kommen die eh von da. Das war wieder Foundations. Darf man Boden auch so bauen? Nee, doch. Funktioniert ja super. Mein Plan geht auf. Das reicht denn aber. Mission erfolgreich abgeschlossen. Jetzt soll ich einen Flammenwerfer bauen. Du Arschspiel. Hab ich schon gemacht, aber wollen wir ja eh. Lord, ich weiß, was da reinkommt. Diese Kugel, die dicken. Haben wir ein paar auf Lager. Habe ich den nicht hier reingetan? Manchmal bin ich verwirrt. Kleiner Stein. Forschungspunkte habe ich hier noch drin. Ja, Stofffetzen können hier bleiben. Und ich habe bestimmt da oben reingetan. Die Felsen. Da. Felsenbrocken. Na, ob der hier so sinnig aufgestellt ist, ich weiß es nicht. Felsbrocken gehen nicht rein. Bestimmt bearbeitete. Die Arme, die rennt aber auch hier rum, ne? Nein, das wäre so aus wie Munition. Hier. Katapultstein, nehmen wir doch den. Drei? Oh, fuck. Hey, du brauchst ja ganz viele kleine Steine. Ja, machen wir drei rein. Der lädt auch in Zeitlupe nach. Werde ich mit euch. Hä? Ich habe ganz viele gemacht. Hoppala. Ist geladen und wartet nur darauf, 1 Million Kilometer weit geschossen zu werden. Ach du Jemini, das sieht ja aus, ey. Das hast du einfach mal so gebaut? So, dein Flammenwerfer, den zweiten? Hier. Hier so ungefähr. Hätte ich den gerne. Soweit wie der ballern kann. Der kostet. Mal gucken, ob wir das schnell zusammenkriegen. Aber der Treibstoff scheiße. Da müssen wir echt noch Treibstoff suchen gehen, wie die bekloppen. Ein Zahnrad. Eisenbarren und nochmal ein Kupferdraht. Nee, es ist Kupfer. Kupfer nervvoll. Warum darf ich denn Schweinefüße nicht kochen? Hab ich noch gar nicht probiert, ne? Wahrscheinlich habe ich das Rezept noch gar nicht. Doch. Nein, das kleine schon wieder verwendet. Ich will das eine kleine behalten, Mann. Okay, wir brauchen noch eine Fallmaschine. Dafür brauchen wir nur ein Eisen. Das ist kein Problem. Da lege ich einfach irgendeine Platte. Da. Kupferdraht brauche ich ja. Den brauche ich nicht zerlegen. Das heißt, ich brauche einen Kupfer. Leck mich doch am Arsch, ey. Du brauchst aber auch immer irgendwas hier. Dicken schwarzen Stein. Ich habe jetzt auch keinen Kupfer mehr gehabt. Also das ist echt super selten, die Kupferkacke.
Ja. Ich befreie dich, Baum. Aus den Fängen des Felsens. Nein, da gab's keinen raus, ey. Och. Also in Berge filmen. Hase, ich hasse dich. Noch ein Hase. Jetzt kommen 1000 Hasen. Jetzt hat er mich wieder einen Bär. Aua, boah. Ich mache ja 20% mehr Damage, ne? Also mal gucken, ob Bär noch eine Herausforderung für mich ist. Aber der fällt gleich um. Warte, das habe ich einfach drauf gepfeffert. Boah, fast down wieder, ey. Dass sich auflöst. Na, du kommst mit dem Katapult nicht klar, ne? Eule. Ich habe jetzt keinen Kupfer gefunden, ne? Scheiße. Habe ich denn irgendwas, was wir zerlegen können aus Kupfer? Natürlich nicht. Kleiner Stein. Es scheitert wieder an ein Kupfer. Ey. Mann! Hab nix. Dann esse ich mal die Keule. Boah, die ist gut. Sind wieder schon wieder heile? Kochen und ich muss nur einen Kupfer haben. Ich will den Flammenwerfer heute bauen, Mann. Weil morgen möchte ich Sprit sammeln. Die 10 Dynamitstangen, die interessieren mich eigentlich weniger, die werden nicht viel bringen. Außer die Eigenzerstörung. Oh, Gott sei Dank. Kupferbarren. Kupferdraht. Ach, kann ich auch nur da machen. Ein Schädel eingesammelt wieder. So, dann müsste ich jetzt alles zusammen haben, oder? Für einen zweiten Flammenwerfer. Ach so, das war ja für die Maschine. Blödsinn. Dann brauche ich jetzt noch B. Falle, falsch, doch. Range. Eisenbarren, 8 Nägel und ein Eisendraht. Ach, Nägel. Ich glaube, das war's, ne? Wo habe ich gesagt, wollte ich den haben? Hier so, ne? Und vermittern ich meine ganze Base mit und mich. Ich habe doch ein Eisendraht gemacht. Doof.
verschwendet, er benutzt ja immer einen dafür. Das ist. Jetzt aber. Ich glaube, hier steht der wirklich, wirklich, wirklich gut. Dafür baue ich noch einen Boden nach hier. Damit er ordentlich steht. Wie drauf da steht, ist eigentlich Jacke wie Hose. So. Aufgabe erfüllt. Falle mit Köder soll ich bauen. Okay. Jetzt brauchen wir da Punkte. Jetzt brauchen wir nur ganz viel Treibstoff dafür. Und das besorgen wir in der nächsten Folge. Noch mehr jedenfalls. Bis dann.